Auch wenn das Wetter ein nasskalter Dezembertag hat, die Landeshauptstadt Salzburg fest im Griff, nicht unbedingt zu Jubelstürmen verleiten will, gibt es heute im Wifi sehr positive Neuigkeiten. Bei einer Pressekonferenz präsentieren die Max-Eicher-Gruppe und die Salzburger Austria gemeinsam ein Stadion- und Wohnprojekt in Salzburg. Sie haben mal ganz herzlich begrüßen wollen zur Präsentation eines Projekts, das schon einmal kurz durch die Medien begeistert ist, als Stadionprojekt der Austria Salzburg. Tatsächlich geht es aber nicht um ein Stadionprojekt der Austria Salzburg, sondern um wesentlich mehr. Es geht auch um ein Infrastrukturprojekt für die Stadt, wo unter anderem auch ein Stadion dabei ist. Und es ist kein Stadion für Austria Salzburg, sondern ein Stadion für den Sport in Salzburg. Also die Grundüberlegungen waren eben, dass man auf dem Messegelände, wo es ja einen Parkplatz im Prinzip gibt, den zu verwenden und ein Stadion zu platzieren. Und das eben nicht nur als Stadion, sondern dass man eben Stadion und Wohnen kombiniert. Also das heißt, den bestehenden, also es geht um den Parkplatz zwischen der A1 und dem bestehenden Parkhaus am Messegelände, wo man eben kurz vor der Salzburg Arena eben im Süden das Stadion platziert. Die Eckdaten des Vorhabens sind jedenfalls beeindruckend. Geplant ist ein Mehrzweckstadion für rund 5000 Besucher. Dazu 428 2-, 3- oder 4-Zimmerwohnungen, übrigens 50% davon im geförderten Wohnbau. Darunter eine doppelstöckige Tiefgarage mit rund 1200 Stellplätzen. Der Projektfußabdruck hat fast 20.000 Quadratmeter. Die beiden großen Wohntürme der Anlage bleiben mit rund 12 Stockwerken und einer Höhe von knapp 48 Metern etwas unter dem Hotel Kulmama, das auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn liegt. Die Projektkosten betragen stolze 193 Millionen Euro. Der Bau und die Verwertung der Wohnungen soll das Stadion finanzieren. Dieses geht nach Fertigstellung in den Besitz der Stadt Salzburg über. Beziehungsweise das Stadion wäre eben so ausgerichtet, dass es nicht nur ein reines Fußballstadion ist, sondern eben den Anforderungen entspricht für eine TV-Übertragung beziehungsweise auch für andere Vereine oder für Kulturveranstaltungen genutzt werden kann. Sollte das Projekt umgesetzt werden, wäre es eine Bereicherung auch für den American Football, so eine Spielstätte in Salzburg zu haben. Und es werden nicht unbedingt Luxuswohnungen, sondern es wird eine ganz normale Wohnanlage, die natürlich eben den Stadionneubau auch finanziell kompensiert. In die Höhe sind wir deshalb gegangen, weil es natürlich charmant ist, auch zum Wohnen. Man kann diese Dächer, die grünen, eine Art Parkanlage anlegen. Das heißt, die Dächer haben eine Doppelfunktion eben für das Wohnen, die Zuschauertribünen werden zusätzlich noch überdacht. Man sieht eben hier, sind an allen Seiten die Ein- und Ausgänge. Also das heißt, im Erdgeschoss werden die Umkleiden, werden die Zugänge, Public Space, werden Shops angedacht im Erdgeschoss. In den darüberliegenden Stockwerken Technikabstellräume. Das heißt, wir hätten auch für die Wohnungen die Abstellräume eher in die Höhe gepackt. In dieser Zwischenebene auf der Südseite bis ins Erdgeschoss wohnen. Und ansonsten wäre die Ausrichtung grundsätzlich Richtung Osten und eher Süden. Zur Autobahn hin, man sieht es auf dem ersten Bild ganz gut, es ist hier hinten eine Lärmschutzwand angedacht zur Abschirmung der Autobahn. Ansonsten wären die Wohnräume alle Richtung Osten bzw. Süden ausgerichtet. Und erhalten an den Ecken jeweils Balkone und Loggien, die verglast werden.
Was man vielleicht nur dazu sagen kann, es ist eine ehemalige Mülldeponie. Wir haben natürlich auch diese Kosten mit einkalkuliert. Also die Altlasten werden entsorgt quasi. Wir gehen ja doppelstöckig in die Erde. Also es wird zu 100% kämen diese Altlasten dann raus, werden entsorgt und man baut ein neues Projekt drüber. Also eine Win-Win-Situation. Eigentlich bin ich bei erster Blick war wow. Ich würde meine Gedanken dann so von dir nicht politisch reden, sondern einfach wow. Eigentlich, das ist jetzt nicht parteipolitisch bezogen, das ist imponierend. Denn genau solche Gedanken würde ich als kleiner Bürger mir wünschen, dass sich die öffentliche Hand mehr macht. Nicht einen Grund, einen Parkplatz, der noch dazu, wie ich heute hier hörte, kontaminiert ist, jemand was mehr nutzt, denn ich sehe hier, aber Steuerzahler sprechend, die Worte Nachhaltigkeit, Mehrnutzbarkeit, Ausnutzbarkeit und Nutzbarkeit von Grund und Boden sollen ja nicht nur Schlagwörter sein. Ich glaube, ich habe das selbst miterlebt mit Beleuchtungsbelichtung, sondern Umwelt. Ich sehe nicht dort, um das Neudeutsch auszudrücken, nur Win-Win-Win-Situation. Ich finde es großartig, dass ja auch Footballer oder andere Sportarten mit eingeladen werden, so eine Art Mehrzweckarena zu machen, um das stimmt was zu sagen. Ich finde es sehr toll und charmant, dieses Cool Mama, das man sieht, ja quasi diesen Gedanken fortzusetzen und wohin zu bauen. Aber als Steuerzahler finde ich es auch eine Win-Win-Situation für die Messe, wenn die großen Flächen mit den Parkplätzen das Körper spielt. Ich habe mit Wow begonnen, ich schließe mit Wow, ob das jetzt violett ist oder eine andere Farbe, ich möchte hier objektiv sein. Es ist sehr, sehr imponierend und ich kann nur hoffen, dass es bei den Stadtvätern und Müttern auf ein gutes Echo schlägt. Eine Vision beginnt mit einer Idee. In der nächsten Stufe wird geprüft, ist diese Idee umsetzbar? In der nächsten Stufe wird geprüft, bringt diese Idee einen Vorteil? Erst dann ist es eine Vision. Und wie Sie da dahinter sehen, die Idee hat der Herr Eicher mit uns und mehreren Leuten tragfähig entwickelt. Der zweite Schritt, ist diese Idee durchführbar, ist schon ein bisschen schwieriger, weil das liegt nicht mehr in unseren Händen. Da sind sehr viele andere Player dabei. Der dritte Schritt, bringt diese Idee einen Erfolg, wurde ausreichend dokumentiert, wie der Präsident Hübel eindrucksvoll berichtet hat, glaube ich, für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Und ich kann nur noch einmal sagen, mit der Eicher-Gruppe, glaube ich, geht da ein Unternehmen an dieses Projekt heran, das sehr tragfähig und sehr zielorientiert da was erfolgreich umsetzen wird. Ja, das stimmt mich das optimistisch, dass auf der anderen Seite sehr viele Anfragen an uns kamen. Wir haben auch dasselbe Problem in Freilassing gemacht. Und, wir haben dort auch ein Sportstadion in die Überlegung eingezogen, dass es vielleicht für den örtlichen Sport eine wesentliche Hilfe ist, wenn man da Plätze zur Verfügung stellt. Aber ohne Versuch, wenn man nicht mal die Möglichkeit gibt, ein Projekt nach allen Seiten hindurch zu zeigen, kann man natürlich nicht erwarten, dass die von sich aus nicht wieder eines entsprechenden Gremiums das mal anschauen. Aber ich glaube, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, wenn man sagt, es könnte vielleicht neben dem Red Bulls auch eine zweite Sportmöglichkeit geben, die dann im Wettbewerb in dem Sinne etwas begrüßt. Das Projekt würde mit dem Stadion nicht nur eine unzweifelhaft bestehende Lücke in der Salzburger Sportwelt schließen, es würde mit den 428 Wohnungen auf dem hochpreisigen Salzburger Mietmarkt auch für deutliche Entspannung sorgen und auch vielen, vielen Familien eine neue Heimat geben.